Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Anno 1400 Wir Venedig. Ja, was ich letztes Mal gemacht habe, das weiß ich nicht mehr, denn es ist einfach zu weit entfernt. Oder einfach, ich habe zu lange gewartet, bis ich wieder mal Anno spiele. Und daher weiß ich nicht, was wir gespielt haben. Außer, dass wir jetzt hier auf so einer Insel neu angefangen haben und die Bilanz gar nicht so gut ist. Also ja, eigentlich gut, aber nicht so gut. Obwohl wir jetzt eigentlich hier, wie viel haben wir denn Häuser? 2, 4, 6, 8, 10, 12, sag mal gut, 14 Stück. Wir müssen das jetzt ausbauen. Wir haben aber keine Holz. Wir haben keine Holze. Aber nur ein, oder nur ein. Genau. Hier sieht man einen Holzfäller. Das ist natürlich scheiße, wenn man so sagt. Was soll man mehr machen, als wenn man den noch mehr bauen sollte? Da mal Baumenü gehen und den Holzfäller auswählen. Jetzt haben wir schön da hinten. Wohl für Webstuben geplant. Aber wir können. Komm. Ich plane jetzt um. Wir machen noch hier ein Markthaus. Ohne Bau, ohne Bäume, das geht natürlich nicht. Das ist ein bisschen heilige Scheiße. Und ich steigen die Wohnhäuser in auf. In eure Stadt zu kommen, war die beste Entscheidung meines Lebens. Das ist natürlich jetzt blöde. Jetzt steigen die Bauern. Ja, jetzt. Das will noch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. So. Jetzt sind alle aufgestiegen zu Bürger. Von sie Bauern. Ach, ich wechsle das immer mit Anno 1503, dass wir nach Anno 1404 spielen wollen. Das hat leider einen Nachteil, dass es 4 zu 3 ist. Ihre Baumöglichkeiten wurden erweitert. Also, ja. So, wir haben jetzt Holz. Und dann können wir jetzt eine Holzfabrik bauen. Oh, nee, wir wollen eigentlich das bauen. So, das hier bauen. Schwupps. Haben wir eine gepflanzt. Jetzt können wir Werkzeuge bauen. Werkzeuge. Zuerst müssen wir mal Werkzeuge haben, liebe Freunde. Aber wir haben ja noch zwei. Gut, können wir hier raufladen damit. Und jetzt schauen wir mal ins Menü. Für die Werkzeuge brauchen wir Eisen und... Eisen. Und für Eisen müssen wir Kohle. Ja, wir müssen eigentlich die vier haben. Die Steinchen müssen wir abschlagen und wie jetzt? Wirklich? Nein! Wegen dem Scheiß? Nee, das machen wir jetzt so anders. Komm. Nö, ich kann auch so gerade so bauen hier. So. Haben wir das gleich im Begriff und können das gleich einnehmen. Komm, so. Platz sparend müssen wir hier bauen. Ich wollte eigentlich hier jetzt noch eine Holzfäller hinbauen. Machen wir hier und da. Dann hält das sicher mal für eine Weile. Und wir können hier getrost unseren Wünschen nachgehen und ein bisschen reinzoomen und die Leute beschauen, was sie denn so machen. Immer nur Karren. So. Weil wir jetzt ja immer mehr Häuser bauen, müssen wir natürlich auch wieder. Die benötigen ja jetzt. Die wollen Geld haben dafür, was sie arbeiten. Und jetzt brauchen wir wieder Siedlungen dafür. Und wird einfach nicht mehr. Das ist einfach nicht mehr so leicht. Die wollen Steuern. Die wollen Geld dafür, dass sie arbeiten. Das geht doch nicht, oder? Das ist Abzockerei. Also, so wirklich, das geht einfach nicht. Ach, noch 1 Tonne Holz. Komm, habt ihr das hin? Und jetzt machen wir mal den Weg, denn die brauchen noch ein bisschen länger. Bis sie da jetzt mal ein vernünftiges Ding hingebaut haben.
Die wollen jetzt also Gewürze haben und das ist eigentlich schon ein Ziel. Liefern Sie folgendes zum Kontor von Äbtissin Hildegard. Eine Sphäre des Wassers. Und wie sollen wir die kriegen? Drei Äbtissin Hildegard hat von der einheimischen Bevölkerung erfahren, dass die drei Artefakte an uralten Kunststätten verehrt werden, die das Element des jeweiligen Artefakts Wasser, Luft und Feuer repräsentiert. Suchen Sie daher auf der Insel nach Ruinen an entsprechenden Orten und bergen Sie jedes Artefakt mit Hilfe des Schatzsuchertrupps. Ist er hier hin oder wie? Wir fahren jetzt mal hier hin, hä? Easy going. Hier ist also kein Schatzsucher-Dings. Ich möchte euch den Auftrag noch einmal in Erinnerung rufen. Ja, wie machen wir das denn, Äbtissin Hildegard? Ach so. Wir sind hier. Seit Anbeginn der Zeit. Ja. Unter den Wurzeln des alten Baums ruht eine dunkle Kraft. Wir schützen sie. Und sie schenkt uns ihre Macht. Wir wollen hier noch kein Kontor bauen. Wir wollen hier das hier mit näher. Ja, doppelt will ich jetzt nicht machen, aber ich will hier das Ding hier mit dem Suchtrupp, Schatzsucher-Suchtrupp. Haben wir es irgendwo hier das jetzt aufnehmen können? Königliche Amanda, Siegel, Schiffsbaukunst, kaiserliches Arsenal, dann haben wir hier die imperiale Kriegstechnologie und das höfliche... Ah, hübsche Architektur. Cool, haben wir das. So, jetzt fahren wir mal so hier wieder ran. Und die gesamte Ding ist, so dass wir das den Ding abschließen. Finden Sie alle drei Artefakte und bringen Sie sie zu. Einer Ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ja, ist ja gut. Feuer, Wasser, Luft und der Äbtissin Hildegard Gedanken kreisen nur noch an die vier Elemente. Um deren Macht zu bannen. Sollen eins Artefakte schaffen worden sein, drei waren bereits vollendet, als die Worte des Herrn in die Religion getragen wurden. Äbtissin Hildegard findet es jedoch ungeheuerlich, dass die Menschen die Artefakte immer noch mehr verehren als Götter. Doch Rettung naht. Denn nun sind sie ja endlich eingetroffen. Diese heidnische Götzenverehrung sollte ein Ende finden. Ist ja schön. Und wir haben... Och, ich sehe gleich etwas in der oberen linken Ecke. Wir haben keine so. Ja, das war unser Fehler. Der macht vieles aus. Wir brauchen Werkzeuge. Hä? Und hier sieht es nicht mehr schön aus. Das ist aber von den... Unheilsschwestern, sie. Das ist von den Hexen hier eingenommen worden. Und die verkauft gerade gar nichts. Bei dem können wir sicher aber Werkzeuge kaufen. Und das werde ich einfach mal so tun. Und ich bekomme regelmäßig... Genau, hier sind doch die Dinger. Ich helfe euch gerne aus. Nein! So, hier das Schiff. Und jetzt, meine lieben Freunde der Abend- und Nachterkultur, und wir können jetzt dann gleich das hier bauen. Das, das und das wohl übel. Oder nehmen wir es hin. Wir haben jetzt hier zwei Werkzeuge. Vier. Und hier gibt es 10. Wir können es schaffen, indem wir hier das Aufstiegsrecht. Ich weiß, es steht mir nicht zu. Doch wer sonst kann. Achso, die wollen alle aufstehen. Senken Sie das flüchtende Schiff und bringen Sie... Achso, ja. So, jetzt nehmen wir das gleich ein und dann haben wir wieder etwas mehr in der Tasche und wir können getrost uns
Speichern? Nö. Ach so. Das geht gleich unter. Sie haben das abzufangende Schiff zerstört. Ja, versenken Sie. Muss ich ja tun. Und ist ein knuffiger Teddybär. So, jetzt haben wir 20 Werkzeuge, die wir getrost einsetzen könnten. Und jetzt mal nehmen. Ist es Bullshit oder was? Noch so ein Kackding. Ist doch verrückt, ey, was wir ausgeben müssen. So, jetzt haben wir zumindest schon die Eisendings. Das da und noch. Nee, jetzt müssen wir. So. Ist der Köhler. Der kann hier. Der kann hier. Der kann. Kann hier rankommen. Komm. Und jetzt haben wir hier den Köhler und da bauen wir das Ding auch aus. Jetzt hoffen wir, dass hier alles fix geht. Von alleine. Ja, es fehlt dir die. Ach, jetzt fehlt gar nichts mehr. Und dem fehlt noch Eisen, aber das haben wir jetzt ja gleich. Im Pott und der schmeißt die Karre gleich an. Und jetzt haben wir schon wieder, wir produzieren Eisen. Ist doch toll, oder? Jetzt haben wir die Eisenproduktion wenigstens hier gemacht. Nee, Eisen. Was erzähle ich? Die Werkzeugproduktion. Und das kann wieder angeschmissen werden, denn wir haben jetzt genügend. Die Bürger wollen Kleidung und die wollen die armen Leinkotten, die ich ihnen wahrscheinlich schon von tausend von Jahren versprochen habe. Nee, irgendwie waren es 5 Tage. Und das schmeiße ich jetzt hier etwa, wie viel wollen wir, 3? Komm. Nein! So. Fältchen, dann hier Fältchen, dann da noch ein Fältchen. Und wir schmeißen ein Weg, wollte ich, nicht so ein Kackdings. Herrje, auf diesen Feldern gedeiht ja nur Unkraut. Irgendwie ist ja das nicht fruchtbar, habe ich auch gleich gemerkt. Wir sind an einem Kackort. Wir sind an einem Kackort. Kackort, wir müssen hier lang. Wir müssen wirklich hier drauf. Komm, wir gehen jetzt da drauf. Wir sollten das schon längstens abliefern. Und jetzt da. Es wird erzählt, dass ihr unserer. Das ist ja. Ja, jetzt haben wir den Auftrag ausgewählt. Wir aber müssen jetzt mit unseren hart erarbeitenden Werkzeuge und Eisen dann nach unten reisen. Und wo wollen wir den Kontor errichten? Ich würde sagen, hier. Ist das gut oder da oben? Ich würde jetzt aber sagen, nee, hier ist irgendwie klein, hä? Ich würde sagen, eher hier und dann können wir da so eine richtige Farbe und weißer Geil was hinklatschen. Seht her, das ist die Stelle. Ich wette, hier liegen zahllose Kosten. Ist ja gut, Junge. Entfesselt ist der Sturm. Unfassbar. Und es wird gespeichert. Haha, ich kann auch sehen. Kommt ihr meiner Bitte wegen? Kommet, ihr Gläubigen. Lobet und preiset den Herrn für dieses Wunder. Wie jetzt? Ich halte das für eine ausgezeichnete Idee.
Ach so, das war der Timer. Aber zuerst kommt... Ach, hier. Was nun? Habt Vertrauen in Gott. Dann werdet ihr auch Erfolg haben. Ja. Und liebe Freunde, jetzt haben wir den Suchtop. Und da würde ich gleich sagen, ihr habt mein iPhone gehört. Es ist wieder Zeit zum... Ciao sagen. Und viel Spaß. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal, ihr Schatzsucher. Sicher.